So, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Let's Play Scribblenauts Unlimited. Yeah, cooles Spiel. Okay, wir sind jetzt mal wieder hier auf der Karte und Lily wurde übrigens befreit. Und wir gehen jetzt erst nochmal zu diesem Grab, weil da fehlt uns ja noch ein Mini-Teilchen. Und schaut mal, ich habe jetzt den Lily-Skin ausgewählt, weil ich es eigentlich ganz cool finde, auch mal als Lily zu spielen. Dann sieht man auch, dass ich es halt eigentlich offiziell schon durchgespielt habe und das ist ja eigentlich ganz schön. Froschstatue. Gibt's was nicht? Ah. Also so vielleicht? Froschkostüm? Ja, keine Ahnung. Okay, so können wir den Froschgott anscheinend besänftigen. Ja, von mir aus, wie auch immer. Oder nicht? Okay, dann muss ich mal gucken, wie wir es sonst machen können. Ich habe nämlich gerade nicht so viel Ahnung. Der froschartige Statue. Stollen. Kann sie die einfach rumhüpft? Okay. Leicht merkwürdig. Okay, wie auch immer. Ist egal. So, weiter geht's. Unterstrich Mina. Da fehlen uns ja noch zwei Sachen. Erstmal die Sache mit dem Starride und dann halt noch dieser komische atomare Vogel. Tödliches Gas. So, da habe ich jetzt mal drüber nachgedacht und eigentlich ist das nicht schwer. Eine Gasmaske. So, bitteschön. Damit sieht der schon sehr episch auf. Und der erinnert mich irgendwie an den Typ aus Half-Life. Und ich sehe als Frosch so cool aus. Ich glaube, das Kostüm behalte ich jetzt immer. Das sieht nämlich richtig stylisch aus. So, da waren wir schon. Ach, da unten ist das. Huch, ich renne direkt dran vorbei, war irgendwie klar. Die geile Blutbank, ey. Ja, okay, die Quest ist jetzt irgendwie geschafft. Keine Ahnung, wieso das letzte Mal nicht da stand. Verwandle Maxwell in einen Superhelden. Oh, cool. Dum, 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 dum. Mache Maxwell zum Superhelden. Ja gut, jetzt ist es ja bläh, aber ist ja geil. Gib ihm zu etwas, um sein Gesicht zu tarnen. Gasmaske. Hey, das funktioniert sogar. Statte Maxwell als nächstes mit einer Garderobe aus, die eines Superhelden würdig ist. Overall. Oh, ja, total würdig. Ja, irgendwie nicht so richtig. Nein, die möchte ich anbehalten. Mann. Ein Cape. Irgendwie trägt jeder Superheld ein Cape. Keine Ahnung wieso. Und Superpower. Okay. Das könnte ein Power sein. Unsichtbar. Yeah. Hey, das ist cool. Okay, das war jetzt nicht sonderlich schwer, aber ja, stört mich nicht. Yeah, Maxwell der Superheld. Wieso haben die das eigentlich nicht geändert? Wenn man den Skin ändert, dass da wirklich auch der Name von dem Skin drin steht. Also das hätte ich besser gefunden, aber ja gut. Man muss ja nicht auf alles achten. Was ist das jetzt? Abjad Dünen. Okay, von mir aus. So, los geht's. Oh Gott, was ist das für ein Typ? Ein Phönix. Ein menschenartiger Phönix, okay. Wie auch immer. Och, das ist auch wieder cool gemacht, finde ich. Oh ja, manche Sachen gefallen mir von der Atmosphäre richtig, aber andere sind irgendwie uneinfallslos. So, Hallöchen. Friedensrichter. Ich muss meinem Königreich mit diesem Wandeltrank helfen. Dazu brauche ich drei weitere giftige Zutaten. Mhm, ja, ja. Helfen. Gift. Einfallsreich. Wie der aussieht. Drei weitere. Okay, einen haben wir ja dann schon. Schlange. Hat er ja gerade da so als Symbol gehabt. Also müsste das ja eigentlich auch klappen. Aber anscheinend geht's nicht. Radon. Was, das gibt's nicht? Heißt das nicht so, das Atom? Ich weiß es nicht mehr genau. Hassium. So, wir klatschen jetzt einfach mal radioaktive Stoffe da rein. Oh mein Gott. Es hat nicht so ganz funktioniert. Wieso ist die Schlange noch da? Hm. Wandeltrank. Giftige Zutaten. Was wären denn noch giftige Zutaten? Was ist denn giftig? Ich komme gerade nicht drauf, aber ist egal. Machen wir erstmal weiter. Achilles scheint sie einzuholen, aber nicht fangen zu können. Wenn ich dieses Rennen nur messen könnte. Messen? Kamera? Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, was sie mit messen meint. Braucht die jetzt einen Maßstab oder was? Huch, plumpst der da so runter. Hallo. Wenn ich dieses Rennen nur messen könnte. Messen? Was? Ich verstehe es gerade nicht so richtig, aber egal. Hat der ein Gehirn auf dem Kopf? Ich
kann dem Pharao kein Monument mit meinen bloßen Händen bauen. Hammer. Ne, warte, ich versuche mal was anderes. Schaufel. Bitteschön. Nicht? Mann. Gabel. Ach man, sowas Cooles funktioniert natürlich nicht. Aber vielleicht so ein Löffel zum Graben. Oh? Okay, wie auch immer. Mann, das geht alles nicht. Schade. Okay, dann nehmen wir halt doch erstmal den Hammer. Lame. Bitteschön. Was? Das geht auch nicht. Das muss jetzt aber klappen. Boah. Was ist das auf dem Kopf von dem? Steinmetz, ja. Stein. Jetzt vielleicht. Na? Boah, dummer Gammel. Irgendwie klappt gerade nichts. Ich muss einen Sandwurm finden. Sie werden von Geräuschen angezogen. Klingelton. Klingel. Handglocke. Oh Gott, sieht das dumm aus. Oh Gott. Jetzt explodiert das so. Psch. Oh Gott. Was ist das? Gewürz. Wieso? Was? Wieso bespuckt das Teil mich mit Gewürz? Hä? Okay, wie auch immer. Ich hoffe, das muss man nicht verstehen. Wüstenräuber. Steht da hinten ein Kamel oder bilde ich mir das nur ein? Ach, kann auch beides sein. So. Eine Kuh einfach mitten in der Wüste. Total normal. Mhm. Okay. Ich renne einfach weg und lasse dich alles allein machen. Die Botin der Bedienten sagt, dass ihre Bande die Ernte des Dorfs plündern will. Okay. Ah, also. Der unser Dorf verteidigt. Krieger. Blub. Hm. Hm. Samurai. Hey, cool. Was machen die da? Gott, als ob ein Soldat was dagegen machen könnte. Oh Gott. Ja, yeah, ich bin cool. Ein Ingenieur unterstützt nun das Dorf. Hilf ihm, Festungsbauten für den Ort zu erstellen. Festungsbauten. Kaserne? Vielleicht? Blub. Ja, genau. Fällt einfach auf den Kopf. Hey, klasse. Ja, funktioniert ja voll gut. Okay, das sieht cool aus. Zeige dem Bewohner als nächstes, wie man kämpft. Der das kann. Teacher! Ach man, ich hätte das Spiel irgendwie lieber auf Englisch, fällt mir gerade ein. Unterrichtspersonal. Hi! Irgendwie komisch, so eine Lehrerin mit so einem kleinen Röckchen. Ja, du musst die Pistole so halten und immer auf den Kopf zielen. Irgendwie merkwürdig. Ey, das ist cool. Der das Lager des Gegners infiltrieren und ausspionieren kann. Spy! Spy Fox! Yeah! Das war so ein cooles Spiel, was ich immer als Kind gespielt habe. Das ist ein Spanner. Spy Fox fand ich immer richtig cool. Da musste man immer ganz viel denken für. Deshalb bin ich bestimmt so schlau geworden. Oder so. Okay. So. Statte Maxwell endlich mit einer Waffe aus. Rambock! Ja. Hier? Irgendwie witzig. So. Was können wir denn? Atomwaffe. Atombombe. Blüpp auf den Kopf. Oh, hoch, die ist leider losgegangen. Oh, das ganze Dorf ist zerstört. Schade. Speer. Sportgerät. So, bitch. Yeah. Müssen wir jetzt gegen die kämpfen, oder? Oder passiert das jetzt einfach so in der Zwischensequenz? Boah, der Typ mit dem Riesenschwert. Ja. Aua. Schießen alle auf mich. Starlight. Da, 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 da. Ich hätte mir jetzt irgendwie noch vorstellen können, dass wir trotzdem dieses Mal gestorben wären. Und dann so direkt vor dem Starlight. Das wäre natürlich klasse gewesen. Huch. Nein, ich will nicht immer zu dem Rucksack Menschenskinders. Ich glaube es nicht. So, was will der? Mein Statue ist etwas leblos. Willst du helfen? Lebend. Jetzt bewegt die sich so und hüpft die ganze Zeit rum. Hilft das nicht? Müsste es doch eigentlich. Ja, ich wollte schon sagen. Yeah, geiler Geschäftsmann. Was will der? Hilf mir, eine Seuche zu beschwören, um diesen Grabräuber zu verscheuchen. Pest.
Wow! Yeah, geschafft, cool. Ich bin so blöd. Hallo, müsste das nicht reichen? Also ich finde, das müsste reichen. Der könnte sich ja mal zufrieden. Oder auch noch ein Priester, der sowas sagt. Oh mein Gott. Wieso geht das nicht? Ich glaube, mein Spiel ist mal wieder verbuggt. So, ich würde ganz gerne mal fliegen. Oder wir gucken mal. Kein Monument mit meinen bloßen Händen erbauen. Meißel. Damit vielleicht. Jetzt? Ah, geht doch. Dankeschön. So ist Jodi. Yeah. Dididim. So, wie geht das jetzt mit dem Messen nochmal? Achilles. Achillesferse. War nicht fangen zu können. Messen könnte, was? Weiß ich doch nicht. Ach so, okay. Verstehe, gut. Das habe ich irgendwie immer noch nicht so richtig verstanden. Was ist das denn für eine Frau? So, warte, ich guck noch mal eben kurz, was fehlt uns hier noch? Ich würde das gerade gerne mal zurücksetzen, weil das eine müsste doch geschafft sein. Das verstehe ich gerade nicht so. Mit dieser Seuche. So, was macht die komische Frau? Mit diesem Wandeltrank. Giftige Zutaten. Was ist denn noch giftig? Ach, egal, so. Wir rennen erstmal ein Stück weiter. Dem haben wir geholfen. Da müsste ja eigentlich theoretisch noch in der Luft irgendwas sein, was uns noch fehlt, ne? Boah, Hilfe, der Stein so voll im Weg. Hä? Wieso haben wir das geschafft und haben dann trotzdem nicht die Punkte dafür gekriegt? Verstehe ich gerade nicht so richtig. Schnelle Fling the Lily. Übrigens ist jetzt mein hässlicher Avatar endlich weg, weil der war schon sehr, sehr hässlich. Phoenix! Ach so, das ist die Sphinx. Hilf mir bei diesem Rätsel. Was ist am Morgen vierfüßig, am Mittwoch zweifüßig, am Abend dreifüßig? Hä? Was? Vierfüßig, am Mittwoch zweifüßig, am Abend dreifüßig. Ein Opfer, dem du die Beine abhackst. Super. Was weiß ich? Ach, super. Woher soll ich das bitte wissen? So gut, gehen wir erstmal hier hin. Oh, der hat voll die geile Elvis-Tolle. Meine Wettermaschine ist kaputt. Hilf mir, den Meteorologen mit seltsamem Wetter zu beeindrucken. Was zeigt das denn gerade an? Piep, piep. Regen. Ich find's cool, wie die alle immer ausrasten. So, das mit dem Giftigen habe ich jetzt irgendwie noch nicht verstanden. Das andere da oben auch noch nicht. Deshalb gehen wir erstmal hier so weiter in die Binnen-Majusko-Oase oder so. Das war jetzt 100% falsch ausgesprochen, aber ist ja egal. Oh, schon wieder so doofe Schlangen. Ich mag die nicht. Oh, was ist das da? Eine Decke. Eine Decke auf dem Fluss. Oh, der Pingu. Ich finde Pingus so süß. So, was will das Fass von mir? Dieses Spielzeugfass muss mit etwas befüllt werden. Spielzeugfass? Achso, vielleicht einfach nur. Na? Nicht? Da steht Spielzeugfass. Puppe. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, worauf das jetzt bezogen ist. Also. Egal. So. Der sieht aus wie ein Kannibale. Aua, diese Kohle ist zu heiß. Kann man nicht mehrere Objekte gleichzeitig auswählen? Nee, ich glaube nicht. Kalt. Yeah. Ja, toll. Dann ist das doch irgendwie voll unnötig, darüber zu laufen. Da ist das ja nicht mehr cool. Ich habe Heimweh. Iglu. Iglu hilft immer. Ja, Iglu, ja. Okay, was ist mit dem? Irgendwie habe ich Angst vor dem Krokodil. Hilf mir, den verschollenen Jungbrunnen zu finden. Jungbrunnen. Jungbrunnen. Was weiß ich? Hä? Verstehe ich nicht. Was ist das jetzt? Ein Teppich. Nimm mich auf einen Trip mit. Aladdin. Man sollte das vielleicht mal richtig schreiben. Schreibt man den so oder mit Doppel-L? Keine Ahnung. Reiten! Oh, wie süß. Cool.
bin verdutzt, das ist das Ende des Regens, aber noch fehlt etwas. Gold. Voll süchtig. Diese Schlangen sehen wütend aus. Ich muss sie irgendwie verzaubern. Machen die es nicht immer mit so einer Flöte oder so? Dieses di-di-di-di-di-di-di-di-di oder so. Ja, das war natürlich die ganz korrekte Musik. Cool. Gepard. Irgendwie mag ich den Teppich, der ist voll cool. Was macht das Teil? Kolibri. So, uns fehlen noch zwei Sachen. Weiß gerade nicht genau, wo die sind. Da muss man erstmal schauen. Irgendwie ist der Teppich wohl ein bisschen langsam. Also hier. Ah ja, das Fass war da ja noch. Und das mit dem Jungbrunnen verstehe ich irgendwie nicht. Milo. Hilfe, ich hänge auf dem Wasserfall. Der Jungbrunnen, was für ein Jungbrunnen? Was weiß ich? Dieses Spielzeugfass muss mit etwas befüllt werden. Okay, das stimmt. Was ist das denn? Das Fass. Spielzeugfass. Spielzeugfass. Wofür braucht man Spielzeugfass? Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Ich bin gerade diesen Part irgendwie ein bisschen unwissend. Kann das sein? Egal. Wir beenden jetzt erstmal hier. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.